Lisa Mayhöfer, herzlichen Glückwunsch, 6,28 Meter und Gold im Weitsprung. Bis Runde 5 warst du nur Zweite, aber das wolltest du so nicht stehen lassen, oder? Also Dankeschön, ja genau. Also mein erster Sprung war schon ungültig und der war richtig gut und ja, ich wollte deutsche Meisterin werden, deshalb muss ich mich nochmal anstrengen. Hast du noch zwei Sprünge über 6,20 Meter rausgehauen? Stellt dich das zufrieden oder wärst du gerne noch ein bisschen weiter gesprungen? Nee, ich bin vollkommen zufrieden. Also es waren gute Sprünge und ja. Du hast ja auch andere Qualitäten. Letzte Woche warst du in Leipzig und bist da im Hochsprung angetreten bei den Frauen. Ich glaube mit 1,80 auch, hast dich gut präsentiert. Wärst gerne auch hier in Sindelfingen dabei gewesen? Das ging jetzt nicht, ne, zeitlich. Das hat sich überschnitten. Nein, also es war von vornherein geplant, dass wir in Leipzig hochspringen und hier weit springen und ja, Leipzig war eine super Erfahrung, also es war ein richtig cooler Wettkampf mit so vielen Zuschauern und die Stimmung war einfach richtig geil, deshalb war ich froh, dass ich da springen durfte. Du bist ja eigentlich Mehrkämpferin und hast aber letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme am Anfang der Saison gehabt, jetzt auch mit dem Fuß ein bisschen in der Hallensaison. Bist du jetzt fit und startklar für den Sommer? Wie ist die Ausgangslage? Ja, es ist alles verheilt, mein Fuß hebt wieder und ja, jetzt hoffe ich, dass ich gut in die Vorbereitung komme und diesmal ohne Verletzungen im Sommer. Wie groß ist die Vorfreude auf den nächsten Mehrkampf? Also schon groß. Da wo Hamburg war, hat es mich schon in den Fingern gekitzelt, aber ja, ich freue mich, wieder einen Mehrkampf machen zu dürfen. Und wir freuen uns, dich im Mehrkampf zu sehen. Danke, Lisa, und toi 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 für die nächsten Wochen.